Willkommen an diesem Montag. Hallo Deutschland. Mit diesen dramatischen Bildern endet das, was eigentlich ein fröhlicher Familienspaß werden sollte. Bei einer Flugshow in Rheinland-Pfalz stürzt das Flugzeug plötzlich ab und geht komplett in Flammen auf. Es sind kleine Fallschirme mit Süßigkeiten, die der Doppeldecker da abwirft. Das Einsammeln ein Riesenspaß für die Kinder. Plötzlich aber gerät der sogenannte Bonbon-Bomber ins Trudeln. Die Maschine stürzt senkrecht zu Boden und zerschellt. Ich sah, dass das Flugzeug sofort in Flammen aufging. Ersthelfer rannten sofort zu dem Flugzeug. Die Flugplatzfeuerwehr, die hier Wache schob, kam sofort und begann mit den Löscharbeiten. Die Ersthelfer versuchen, den bewusstlosen Piloten noch aus der Maschine zu ziehen. Vergeblich. Der 80-Jährige aus Boppard und Großvater von mehreren Enkelkindern verbrennt in seinem Flugzeug. Die rund 1000 Besucher der Flugshow, darunter viele Kinder, sehen diese dramatischen Bilder. Erwachsene sorgten dafür, dass die Kinder vom Flugfeld runterkamen, vom Unfallgeschehen weg. Einige mussten auch zwangsweise entfernt werden, die dann versuchten, Fotos und Filme zu machen. Das Flugplatzfest wird sofort abgebrochen. Notfallseelsorger betreuen die Zuschauer. Der ältere Herr war ein erfahrener Pilot, ein Urgestein, sagen seine Freunde aus dem Luftsportverein. Die Maschine sei erst kürzlich gewartet worden und im tadellosen Zustand. An Bord des Ultraleichtflugzeugs ein Notfallschirm. Dieser hätte den Aufprall des Motorfliegers abmildern können. Wie es zu dem Absturz kam und warum sich der Notfallschirm nicht geöffnet hat, das muss jetzt untersucht werden. Die Kripo und Experten vom Luftfahrtbundesamt haben die Ermittlungen aufgenommen.